der Plastik. Pokal, wenn ich das guck, ist mir alles fick egal. Helga! Helga! Nein, nein, warte, ich such wirklich meine Freundin Helga! Helga! Oh Mann, ey, kapier das nicht, ey! Helga! Ey, wo bist du, du dumme Wichserin? Boah, ey, lass dich dir einmal alleine, ich mach unser geheimes Zeichen! Ravioli! Oh, also könnte das mit ganz viel Fantasie aussehen wie Ravioli? Ja! Nein, Snape, hör auf mit Dumbledore zu knutschen! Helga! Er schreit nur so. Helga! Ja, was ist das denn? Helga! Wo bist du? Kurz weg hier. Was ist denn los? Warum ist alles verkrokelt? Hab ich was verpasst? Helga! Jetzt zum Geier ist Helga. Harry! Gott, wir haben mich so lange gesucht. Ja, bestimmt 2 Minuten lang, ey. Ey, guck mal in den Himmel. Findest du, dass das aussieht wie Ravioli? Nee. Benutzt deine Fantasie. Die Fantasie! Du bist ein Fantasie! Jetzt hört sie mal auf. Sie sind ja bekloppt hier mit ihren schlechten Soundeffekten. Kinder, geht's euch gut? Ich bin's, der Süßigkeitsmann. Wer will eine Lutscherstange? Jetzt halten Sie Ihren Schnabel. Lutscherstange? Lutscherstange? Wer will immer Lutsche, ne? Ist das Lakritze? Lass dich gar nicht drauf ein, Harry. Aber ich mag Lakritze. Der Wichser will uns nur in die Wäsche, also lenke ihn lieber ab. Oh, da fliegt Superman. Das war eine gute Ablenkung, oder? Weil Superman ist eine fiktive Figur und die gibt's gar nicht. Jo, das habe ich wohl verstanden. Sie wohl nicht, was? Ich hab's kapiert. Also wir können lutschen, was? Halt, warten Sie. Moment. Hinter Ihnen steht ein dreiköpfiger Affe. Wo? Ah, schon wieder drauf reingefallen. Oh, niemand will an meiner Lutscherstange lutschen. Wo soll ich denn noch? Leute, ich habe das Gefühl, dass dieses Schuljahr genauso wird wie letztes Jahr auch. Man versucht mich zu vergewaltigen und wir verarschen Leute. Aber dieses Ravioli-Zeichen, das hat irgendeine höhere Bedeutung. Jetzt sieht's aus wie eine Brezel. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Holsteiner Knochenschinken ist um 30% runtergesetzt bei Lidl. Wie günstig. Und du naschen? Und du naschen? Ich? Und du naschen? Ich? Ja, Kinder. Und du naschen? Ja, hier, ich, einmal Pommes. Wie bitte? 1 Euro. Aber das sind keine Pommes. Ein Pommes, 1 Euro. 1 Euro, gib 1 Euro. Laut hier. Nicht mal mein. Ich will, was für Hallo, ich hätte gerne eine Gelee-Banane. Hier, bitte. Mach hallo. Ich suche euch die Banane. Nee, danke, ich hab schon eine. Immer nur was du Nörchen. Könnte ich etwas von dieser Ahoi-Brause haben? Hier, bitte. Harry, stimmt irgendwas nicht mit dir? Du wirkst irgendwie so angespannt. Wie soll ich euch mal was sagen? Die Marshmallows hier schmecken saunig wie Pommes. Es sind keine Pommes, Ronald McDonald. Scheiß Läuse. Wenn ich dich darauf hinweisen darf, du hast einen Ständer. Normalzustand? Ich kenne das gar nicht mehr anders. Hör zu, ich finde das ekelerregend. Entweder du wichst ihn dir jetzt auf der Toilette runter oder ich schneide ihn stückchenweise mit meiner Nagelschere ab. Denk an was Asexuelles. Lass uns beste Freunde sein! Mayonnaise und Gurkenglaswasser. So, das war der letzte Punkt der School Rules. Bitte behaltet das, das ist sehr wichtig. Ich hab nicht laufen sehen. Was ist zu denn? Sie haben gesagt, ich soll Bescheid sagen, wenn jemand vor der Tür ist. Ja, na und? Steht jemand vor der Tür? Dann lass sie doch rein. Okay. Jo, Kinder, jetzt hört zu. Es kommt eine very important message. Es wird ein gigantisches Battle geben! Nein, nicht das, was ihr denkt. Kein Rap-Battle zwischen mir und Lord Voldemort, denn das wäre ja langweilig und ich würde ja sowieso gewinnen. Nein, viel besser, ihr müsst euch mit Schülern von einer anderen Schule battlen! Ganz genau, und damit meine ich das volle Programm! Aber was heißt das? Kaugummi in die Haare schmieren, Kakao in Ranzen schütten und Klappmesser ins Auge! Und was jetzt geklärt ist, begrüßt mit einem ganz lieben und ganz netten Applaus die lieben kleinen parisischen Mädchen von der Friends! Frenchy Posse! Ja, Mädchen, mit Arsch! Wir sind total, wir haben 5 Schmetterlinge! Alter, die
sieht aus wie Snape, nur geschminkt. Wir gehen auf zweifache Salto und Galabums. Fertig. Da war ein Fleck, ne? So, Kinder, jetzt haben wir die Schnauze. Es folgen die Kinder von der Russenakademie. Oder Bulgaren. Ne, egal, irgendwas mit Wodka. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Mein Bambusstock, mein Bambusstock. Oh, lass mir viele meine Bambusstock. Lieber den Kinn, Hut oder den Kinnrock. Aber lass mir viele meine Bambusstock. Ist das ein Zirkus? Ist das der Clown, der sieht witzig aus? Ihr Schulleiter Igor Karkaroff! Hallo, Friedrich, die. Okay, reicht. So, da wollen wir den Noobs mal zeigen, wie man richtig Musik macht. Alle mitmachen! Auf 3, 5, 11, 3! Yo, ich bin Fresh Dumbledore! Back from the underground, back from all your what the fuck? Und jetzt im Kanon, wo sind eure Hände? Ich mag dir, du bist rubisch. Ich wollte nochmal ganz viel Merci sagen, dass sie mich hier eingeladen haben. Jo, ich werde sie und Hagrid werden sich riesig verstehen. Hallo. Monsieur Hagrid, wissen Sie, was mir gerade auffällt? Sie sehen im Gesicht aus wie ich unterm Rock. Oh, sagen wir viel. Gau, verfickter Fixer, also ficken kann er, Mist Gabel, sie Arschkackewurst. Ich geh mal wieder weg. So, Kinder, es folgt der spannendste Moment eures Lebens. Das hier neben mir ist die berühmt-berüchtigte Feuertombola. Ich kenne die gar nicht, die ist nicht berühmt. Da tut ihr euren Namen reinschmeißen und vielleicht gewinnt ihr ja am Ende den geheimnisvollen Preis, den ich jetzt noch nicht verrate. Aber alle, die mitgemacht haben, kriegen einen richtig tollen Trostpreis. Pflaster. Zufällig bin ich auch hier. Böse! Diese Person ist böse! Böse! Die Musik mag ich nicht! Ich muss kotzen. Was ist das? So, das nenne ich mal Musik! Der spricht, als müsste er dringend deinen Neger abseilen. Was? Alter, guck mal. Der hat ein bionisches Auge. Das ist 100 Milliarden, 1000 Milliarden, Millionen mal besser als ein normales Auge. Bionisches Auge aktiviert. Na, wenn das nicht der Udo ist, dich hört man ja schon vom Weiten. Du hast quietsche Schuhe. Ja, Pech für dich. Pech für dich. Du hast Pech gehabt und ich nicht. So, jetzt erstmal eine Pepsi. Ey, guck mal, der trinkt Pepsi. Ja, dann kann er heute Nacht bestimmt nicht schlafen.